Amen. Hey, was für eine Gegenwart Gottes, was für eine geniale Band und großartig heute Morgen hier im Gospelforum zu sein. Es ist wirklich der beste Ort, in der Gegenwart Gottes zu sein, zusammenzukommen und Jesus ins Zentrum zu stellen. Ich glaube, eine der wichtigsten Fähigkeiten, die ein Christ haben kann, ist die Stimme Gottes zu hören. Stimmt's? Du kannst keine Beziehung zu Gott haben, wenn du nicht in der Lage bist, seine Stimme zu hören. Und wenn du so Menschen fragst, dann stellst du fest, dass viele so ein bisschen eine Herausforderung haben, ob sie wirklich wissen, ja, habe ich denn jetzt Gott richtig gehört? Oder war das jetzt vielleicht sogar der Teufel? Oder vielleicht war das jetzt ich selber? Oder vielleicht der schlechte Döner, den ich gestern Abend gegessen habe? Also viele Menschen haben so viele Ideen jeden Tag. Wir stellen uns so viele Fragen. Du stehst morgens auf und denkst, oh, was ziehe ich an? Wo gehe ich hin? Wer will ich sein? Was will ich tun? Du hörst so viele Ideen in deinem Kopf. Und häufig stellt man sich die Frage, ja, war das jetzt Gott, der zu mir gesprochen hat? Oder war ich das jetzt doch selber? Und ich glaube, dass eine der wichtigsten Fähigkeiten von einem Christen ist zu unterscheiden, welche Dinge von Gott kommen und welche nicht. Weil wenn du die Stimme Gottes hörst und es tust, was er dir sagt, dann kann das richtig zu einem richtigen Segen von deinem Leben werden. Aber wenn du die Stimme Gottes nicht hörst, dann kann das fatale Auswirkungen für dein Leben haben. Deswegen ist es wichtig, die Stimme Gottes zu hören oder zu prüfen, ob etwas von Gott kommt oder nicht. Deswegen lasst uns mal 1. Johannes 4, Vers 1 anschauen. Da steht, liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der behauptet, seine Botschaft sei ihm vom Gottesgeist eingegeben, sondern prüft, ob das, was er sagt, wirklich von Gott kommt. Du kannst hier dieses Wort prüft einkreisen. Ich glaube, wir können prüfen, ob etwas von Gott kommt oder nicht. Und ich habe heute Morgen eine richtig praktische Botschaft, weil ich liebe praktische Botschaften. Ich möchte dir heute Morgen 6 Schritte zeigen, anhand du prüfen kannst, ob eine Botschaft, ob eine Idee, ein Impuls, ob sie von Gott kommt oder nicht. Und warum ist es so wichtig, das zu prüfen? Weil häufig so ein göttlicher Impuls ziemlich nahe an einem negativen Impuls liegt. Ich gebe dir ein Beispiel. Ein Beispiel von Petrus. Also Jesus, der war unterwegs mit seinen Jüngern und dann sagt Jesus zu dem Petrus, hey Petrus, wer denkst denn du, dass ich bin? Und dann sagt der Petrus, ha ja, du bist Jesus, du bist der Christus, du bist der Messias, du bist der Sohn Gottes. Und dann sagt Jesus zu ihm, hey Petrus, das hast du richtig gesagt. Diese Wahrheit, die hat dir nicht Fleisch und Blut offenbart, sondern diese Erkenntnis, die hat dir Gott gegeben. Diese Offenbarung, dieser Gedanke, er kommt von Gott. Und dann sehen wir, einen Moment später sagt dann Jesus zu Petrus, hey Petrus, und übrigens, ich werde nach Jerusalem gehen, um dort zu sterben. Und dann sagt der Petrus zu ihm, nee, das wirst du nicht tun. Das dürfen sie nicht tun, du darfst nicht sterben. Und Jesus dreht sich zu ihm und sagt, Satan, weiche hinter mich. In anderen Worten, diesen Gedanken, den du jetzt gerade hattest, der war nicht von Gott. Deswegen ist es wichtig zu prüfen, ob eine Sache, ein Gedanke, ein Impuls, ob er von Gott kommt oder nicht. Weil häufig so ein göttlicher und ein negativer Impuls eng beieinander liegen. Johannes 7, Vers 17 sagt es so, wenn jemand bereit ist, Gottes Willen zu erfüllen, wird er erkennen, ob das, was ich lehre, oder eben wird er prüfen, ob das, was ich lehre, von Gott ist oder ob ich aus mir selbst heraus rede. Ich glaube, dass wir in der Lage sind, zu prüfen, ob etwas von Gott kommt oder nicht. Wenn du den Willen Gottes erfüllen möchtest für dein Leben, und irgendwie gehe ich heute Morgen davon aus, dass ein paar Leute hier versammelt sind, die gerne den Willen Gottes tun wollen, dann ist es wichtig zu prüfen, ob etwas von Gott kommt
oder nicht? Und jetzt ist natürlich die Frage, wie macht man das ganz praktisch? Und heute Morgen werde ich dir 6 Wege zeigen, wie du einen Impuls, einen Gedanken, eine Botschaft prüfen kannst, ob sie von Gott kommt oder nicht. Und das musst du dir vorstellen, das sind wie so 6 Filter, die ich dir zeige. Und wenn eine Botschaft, ein Gedanke, alle von diesen Filtern passiert, dann kannst du zu 100% sicher sein, dass dieser Impuls von Gott kommt. Aber Achtung, eine Sache ist wichtig. Er muss alle von diesen Filtern passieren. Nicht nur 2 oder 3 oder 4, sondern alle von den 6. Also seid ihr bereit? Seid ihr ready für ein kleines Labor? Also wir werden uns 6 Tests anschauen und die Tests, die spiegeln sich in Fragen wieder. Und die erste Frage, die steht schon an der Wand, ist die Frage, gibt es eine Übereinstimmung mit der Bibel? Gottes Wort oder ein Impuls von Gott wird niemals im Konflikt mit dem geschriebenen Wort Gottes stehen. Gott sagt nicht auf der einen Sache die Dinge so und dann ein bisschen später so. Gottes Wort ist ewig, es verändert sich nicht, es ist wahr und zwar für alle Zeit. Gott wird dir niemals einen Gedanke geben, der sich nicht im Wort Gottes widerspiegeln wird. Ein göttlicher Impuls wird niemals das geschriebene Wort Gottes widerlegen. Lukas 21, Vers 33 sagt es so, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort, meine Worte werden nicht vergehen. Ihr Lieben, der Himmel, diese Erde, es wird vergehen. Das Universum, es wird vergehen. Aber Gottes Wort bleibt ewig bestehen. Gottes Wort ist ewig. Es bleibt bestehen. Wenn etwas vor 5000 Jahren wahr war, dann ist es auch noch heute wahr. Und ich kann dir eine Sache garantieren, es wird auch in der Zukunft wahr sein. Kultur verändert sich, die Gesellschaft verändert sich, Meinungen verändern sich, die Wissenschaft, ihr Lieben, die verändert sich, Technik verändert sich. Aber Gottes Wort, es verändert sich nicht. Es ist die Wahrheit und sie verändert sich nicht. Ich gebe dir ein Beispiel. Zum Beispiel steht da, gib dem Cäsar, was dem Cäsar gehört, sagt das Wort Gottes. Also wenn du morgen früh aufwachst und du irgendwie so einen Impuls hast, dass du irgendwie dieses Jahr deine Steuern nicht bezahlen solltest, dann kann ich dir sagen, dass dieser Impuls nicht von Gott kommt. Weil die Bibel ist klar, dass wir unsere Steuern bezahlen sollen. Vor einiger Zeit ist mal ein junger Mann zu mir gekommen und hat gesagt, hey Pastor, ich will heiraten. Und habe ich gesagt, okay, das ist ja interessant. Und er hat gesagt, ja, und die Frau, die ich jetzt heiraten werde, ich werde mich wieder von ihr scheiden lassen, weil ich in ein paar Jahren eine andere Frau heiraten soll, mit der ich dann in die Bestimmung Gottes hineinkomme. Und ich habe gesagt, okay, das ist ja interessant. Als erstes sollte ich, glaube ich, mal mit deiner Freundin reden. Und dann habe ich zu ihm gesagt, und ich glaube nicht, dass du von Gott gehört hast, weil wir sollen einen Bund der Ehe schließen, nicht nur für so einen Lebensabschnitt, sondern wir sollen ihn schließen mit einer Perspektive, die bis in Ewigkeit gilt. Das Wort Gottes ist ziemlich klar. Gott wird dir nicht einen Impuls geben, der außerhalb von dem steht, was uns das Wort Gottes offenbart. So viele Dinge in dieser Welt, die verändern sich, aber Gottes Wort, es verändert sich nicht. Heißt sogar, wenn ein Engel vorbeikommt und sagt, hey, ich habe da eine ganz neue Offenbarung für dich, eine ganz frische Erkenntnis, ja, die so das ganze Wort Gottes noch ergänzt und auf ein ganz neues Level bringt, dann sagt die Bibel, es ist nicht von Gott. Galater 1, Vers 8, da steht doch, wer immer euch ein anderes Evangelium bringt und wäre es einer von uns Aposteln oder sogar ein Engel vom Himmel, wer immer euch eine Botschaft bringt, die dem Evangelium widerspricht, das wir euch verkündet haben, der sei verflucht. Das Wort Gottes ist unveränderbar. Jeden Gedanken, den du bekommst, den musst du anhand von dem Wort Gottes prüfen. Das ist der erste Filter. Filter Nummer 2 ist die Frage, macht es mich Jesus ähnlicher? Macht es mich Jesus ähnlicher? Jesus ist der Standard, an dem ich jeden Wert, jede Idee, jeden Gedanken, jede Philosophie auf dieser Erde prüfen kann. Weil Jesus ist der Standard. Jesus ist der Eckstein. Jesus ist die Grundlage von unserem Glauben.
Und wenn Gott eine Sache wichtig ist, für dich und für mich hier auf dieser Erde, dann ist sein Wunsch, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Das ist sein Herzschlag, dass wir uns hineinverwandeln in sein Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das ist der Wunsch von Gott. Und es beinhaltet auch folgende Gedanken, dass du auch die eine oder andere Herausforderung durchleben musst, die auch Jesus durchlebt hat. Weil diese Erde, sie ist nicht perfekt. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, kann das Leben hier auf dieser Erde manchmal ziemlich herausfordernd sein. Weil die Welt, sie ist nicht perfekt. Die Welt ist nicht perfekt. Dein Körper ist nicht perfekt. Er ist dem Verfall vorprogrammiert. Hey, egal wie gut eine Beziehung ist, es wird immer irgendeine Herausforderung geben. Es ist egal, was in deinen Gedanken abgeht. Manchmal können Gedanken ein richtiges Schlachtfeld sein. Hey, es gibt keine perfekte Ehe. Es gibt keine perfekte Gemeinde. Es gibt keine perfekten Lebensumstände. Sünde hat diese Welt kaputt gemacht. In der Ewigkeit im Himmel, da wartet ein perfekter Ort auf uns. Und ich glaube, dass Gott in dieser Zeit, in der wir leben, dass er viel mehr daran interessiert ist, an unserem Charakter zu arbeiten, unseren Charakter zu prägen und uns in das hinein zu verwandeln, was Jesus selber gelebt hat, anstelle, dass er uns einfach nur irgendwelche perfekten Bedingungen um uns herum legt. Also wenn du einen Gedanken, wenn du einen Impuls bekommst, dann stellst du die Frage, was würde Jesus tun? Kennt ihr diese Bändchen, die es früher gab? What would Jesus do? Hey, was würde Jesus tun? Was würde Jesus denken? Wie würde Jesus fühlen? Deswegen ist dieser zweite Filter so wichtig. Deswegen ist diese Frage so entscheidend. Es ist so wichtig zu fragen, hey, macht mich eine Sache mehr wie Jesus oder nicht? Und die Bibel, die gibt uns sogar eine richtige Checkliste. Wenn du dich fragst, wie ist denn Jesus überhaupt? Dann kannst du ganz einfach sagen, Jesus ist die Inkarnation der Frucht des Fleisches. Er ist Liebe, er ist Freude, er ist Frieden, er ist Geduld, er ist Freundlichkeit, er ist Güte, er ist Treue, er ist Sanftmut, er ist Selbstbeherrschung. Und wenn wir noch ein bisschen tiefer reingehen können, leider haben wir nicht so viel Zeit, dann müssen wir uns unbedingt Jakobus 14 bis 17 anschauen. Weil da steckt so viel drin an Wahrheit, an Weisheit, die von oben kommt und eben auch Weisheit, die aus einer ganz anderen Richtung inspiriert ist. Da steht, wenn aber euer Herz bitter ist vor Eifersucht und wenn ihr selbstsüchtige Ziele verfolgt, eine solche Weisheit, die kommt nicht von oben, sondern sie spiegelt das Denken dieser Welt wider. Sie ist dämonischen Ursprungs. Und dann steht da im 17. Vers, die Weisheit hingegen, die von oben kommt, ist in erster Linie rein und heilig, dann aber auch friedfertig, freundlich und bereit, sich etwas sagen zu lassen. Sie ist voll Erbarmen und bringt eine Fülle von Gutem hervor. Sie ist unparteiisch und frei von jeder Heuchelei. Als erstes siehst du ein paar Beispiele von Dingen, die nicht von Gott kommen, die sogar einen dämonischen Ursprung haben. Alles, was Eifersucht und Bitterkeit hervorbringt, ist nicht von Gott. Alles, wo selbstsüchtige Ziele verfolgt werden, ist aus dem System dieser Welt. Und es ist nicht von Gott. Und dann stellt Jakobus hier 8 Beispiele raus von Dingen, die Weisheit ist, die vom Himmel kommt. Und da sagt er, alles, was rein und heilig ist, es kommt von Gott. Alles, was friedfertig und freundlich ist, es kommt von Gott. Es ist Weisheit aus der Höhe. Das sind Dinge, wo Menschen Brücken bauen zum Beispiel, anstelle Mauern aufzuziehen. Da, wo man bereit ist, sich etwas sagen zu lassen. Das kommt von Gott. Weisheit aus der Höhe ist voll von Erbarmen. Es bringt eine Fülle von Gutem hervor. Weisheit von oben ist unparteiisch und ist frei von jeder Heuchelei. Ihr Lieben, das sind die Dinge, die von Gott inspiriert sind, die von Gott kommen, damit wir sie hier auf dieser Erde widerspiegeln können. Deswegen ist Jakobus 3, 14 bis 17 ist sowas wie ein Superfilter, den du anwenden kannst.
Also nochmal die Frage, macht dich eine Sache mehr wie Jesus? Es ist so wichtig, diese Frage zu stellen. Filter Nummer 3. Was sagen denn andere Gläubige dazu? Warum ist es wichtig, so einen Gedanken mit anderen zu reflektieren? Weil wir Menschen, wir sind nicht dazu geschaffen, alleine durch diese Erde zu gehen. Und wenn Gott etwas zu dir sagt, dann wird es dir nicht schwerfallen, auch mit anderen Leuten darüber zu sprechen, mit anderen Gläubigen. Ich denke, es ist auch wichtig, richtig kompetente Gläubige zu finden. Weil manchmal habe ich schon festgestellt, jemand hat so eine Sache und dann sagt der eine nein und dann der andere auch. Und dann sucht man so lange unter Hunderten von Leuten, bis man endlich jemanden findet, der die Sache bestätigt. Ja? Sondern es geht darum, jemanden Kompetentes zu finden. Wenn du etwas von Gott bekommst, dann wirst du gerne mit jemand anderem darüber sprechen. Ganz im Gegensatz dazu, wenn du so einen Gedanke hast, wo du so merkst, oh, da ist so eine Blockade, da spreche ich lieber nicht darüber, hey, dann kann es sein, dass dieser Gedanke nicht von Gott kommt. Sprüche 11, Vers 9 sagt, rechtschaffene Menschen retten andere durch ihr Wissen. Hey, die Erfahrung von anderen Leuten, die kann dir viel falsch investierte Zeit und Energie sparen. Die Erfahrung von anderen oder die Erlebnisse oder die Schmerzen, die andere erlebt haben, hey, das kann dich richtig retten. Der edelste Weg zu lernen, ist doch von den Fehlern von anderen zu lernen, stimmt's? Es ist viel besser, von den Schmerzen von anderen zu lernen, als wenn du die Schmerzen selber durchlebst. Und manchmal kann eine andere Person dir dadurch richtig das Leben retten. Und ich habe festgestellt, wenn es so um die Beziehungen mit Menschen geht, dann gibt es eigentlich so zwei Extreme. So entweder man hat keine göttlichen Freunde, die einem gute Ratschläge geben, oder man hat gute Freunde, aber man hört nicht auf die guten Ratschläge, die man von ihnen bekommt. Sprüche 11, Vers 14 sagt es so, wo viele Ratgeber sich einig werden, da ist Sicherheit. Deswegen ist es gut, in einer Kleingruppe zu sein. Deswegen ist es gut, mit anderen Menschen sein Leben zu teilen und vor allem die Dinge, die man von Gott hört, von Gott empfängt, um sie zu reflektieren, um andere mal drüber schauen zu lassen. Das ist der Filter Nummer 3. Wir steigen gleich weiter in unserer Laboranalyse in den Filter Nummer 4. Filter Nummer 4 ist die Frage, entspricht es der Art und Weise, wie Gott mich geformt hat. Hey, Gott hat dich geschaffen. Und zwar vor Grundlegung der Welt. Er hatte eine Idee, wie du sein solltest. Er hat dich nicht als eine Kopie von jemand anderen geschaffen. Und die beste Version von dir selber ist, wenn du du bist. Vielleicht schauen wir uns an, was der Epheserbrief dazu zu sagen hat. Da steht, denn wir sind sein Gebilde. In Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Hey, du bist sein Gebilde. Du bist sein Meisterstück. Geschaffen zu guten Werken. Geformt zu guten Werken, dass du in ihnen wandeln sollst. Gott hat dir eine Form gegeben. Und die Form, die zeigt auch gleichzeitig deine Bestimmung. Zum Beispiel hier sehen wir ein tolles Piano, ja, so ein richtiges Stage-Piano, was du auf vielen Bühnen findest. Und wenn du jetzt dieses Piano mit nach Hause nehmen würdest, um es dir in dein Wohnzimmer zu stellen, um dann eine schöne Tischdecke drauf zu machen, um deinen Gästen einen Mittagstisch zu servieren, da wirst du relativ schnell feststellen, dass diese Form des Pianos nicht dazu geeignet ist, als Mittagstisch zu funktionieren. Sondern es ist dazu geschaffen, es ist dazu geformt, ein Piano zu sein. Genauso zum Beispiel dieses Pult hier vorne. Das ist das bekannteste Pult, was du in tausenden von Gemeinden findest. Dieses Design ist das Standard-Design. Okay? Wenn ich jetzt mit meinen 25 Kilo mich versuchen würde, auf dieses Pult zu setzen, dann würdet ihr alle Zeuge davon werden, dass dieses Pult nicht dazu geschaffen ist, dass sich jemand mit so einem Leichtgewicht wie mich auf dieses Pult sitzt. Okay? Weil die Form, sie zeigt auch gleichzeitig die Richtung, die Bestimmung. Römer 12, Vers 6 sagt, die Gaben, die Gott
uns in seiner Gnade geschenkt hat, die sind verschieden. Ihr Lieben, es gibt ganz verschiedene Gaben. Es gibt so viel verschiedene Gaben, dass keiner alle Gaben haben kann, okay? Deswegen ist es gut, dass wir einander haben. Und wir sind ja hier im Gospel-Forum, deswegen bin ich ganz ehrlich zu euch. Ich liebe es zu singen. Ich habe es immer geliebt zu singen. Das Problem ist nur, dass es niemand hören will, okay? Und wenn ich jetzt morgen früh die Idee bekomme, bei so einer Castingshow mitzumachen, dann wäre das ein absoluter Liebesbeweis von euch, wenn ihr versuchen würdet, mich davon abzuhalten, weil ich mich nur blamieren würde. Ihr kennt immer die, die in der ersten Runde mit dabei sind. Ich wäre einer davon, ja. Weil meine Form, die Gott mir gegeben hat, die zeigt mir ganz klar, dass es nicht meine Bestimmung, dass es nicht meine Richtung ist. Hey, wenn du richtig gut in einer Sache bist, dann werden andere Leute zu dir kommen und dich in dieser Sache bestätigen. Und wenn du eine Idee bekommst, die komplett im Gegensatz zu der Form ist, wie Gott dich geschaffen hat, dann kann es sein, dass du nicht von Gott richtig gehört hast. Vielleicht sind es sogar andere Menschen, die so einen Druck auf dich ausüben. Vielleicht ist es sogar dein Partner oder irgendein Freund, der so einen Druck auf dich ausübt, Dinge zu tun, die eigentlich nicht deiner Form entsprechen. Wenn andere Leute Druck auf dich ausüben, Dinge zu tun, die nicht deiner Form entsprechen, weißt du was? Dann tu sie nicht. Dann tu sie nicht. Am besten, du versuchst, die beste Version von dir selbst zu sein. Das ist der beste Ansatz, in diese Form dich hinein zu entwickeln, die Gott für dein Leben hat. Filter Nummer 5. Filter Nummer 5 ist die Frage, betrifft es mein Verantwortungsbereich? Hey, wenn es nicht deine Verantwortung ist, warum sollte denn Gott gerade jetzt zu dir sprechen, wenn es nicht deine Verantwortung ist? Hey, wenn Gott jemandem anderen etwas zu sagen hat, da kann er es ihm doch auch direkt sagen, oder? Wir brauchen keinen Vermittler, der zwischen Gott und uns die Beziehung organisiert. Gott hat das Allerbeste für jeden Einzelnen in der persönlichen Beziehung zu ihm aufgehoben. Wenn du wirklich ernsthaft Jesus nachfolgst, dann brauchst du keinen Vermittler. Und wenn du einen Impuls bekommst, dann solltest du die Frage stellen, ja, ist es denn eine Verantwortung, die überhaupt mich was angeht? Was ich in anderen Worten damit sagen möchte, hör auf, die Stimme Gottes für andere Menschen zu hören. Ich gebe dir ein Beispiel. Nehmen wir wieder den Petrus. So, Jesus sagt zu Petrus, hey Petrus, du wirst einen richtig schrecklichen Tod für mich sterben. Du wirst als Märtyrer dein Leben beenden. Und das, was der Petrus macht, er dreht sich als erstes rum und schaut auf den Johannes und sagt, und was ist mit dem da drüben? Wird er auch sterben? Und daraufhin sagt dann Jesus in Johannes 21, sagt er, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Folge du mir nach. Er sagt zu ihm, folge du mir nach. Und was geht dich das an, ob der Johannes am Leben bleibt oder genauso sterben wird wie du? Was geht dich das an? Ich glaube, da steckt ein richtiges Prinzip dahinter. Ist die Frage, was geht dich das an? Hey, du kannst viele Probleme in deinem Leben vermeiden, wenn du aufhörst, Gott für eine andere Person zu sein. Weil Gott möchte, als allererstes, möchte er zu dir persönlich sprechen. Natürlich spricht er auch durch dich zu anderen Menschen. Aber als allererstes möchte er zu dir sprechen, zu dir ganz persönlich. Wenn du Gott hören möchtest, dann musst du Gottes Stimme als erstes für dich selber hören. Ich habe Menschen gelernt, die hören die Stimme für alle anderen. Aber wenn du dir die Leute anschaust, dann denkst du, ah, die sollten auch mal die Stimme für sich selber hören. Es ist wichtig, der erste Schritt ist immer, dass du die Stimme Gottes für dich hörst, was Gott sagt. Er will mit dir über dich reden. Er möchte mit dir über dich in deiner aktuellen Situation sprechen. Und er möchte dir sagen, was du in der Situation tun kannst.
Römer 14, Vers 4 sagt, wer bist du, der du den Hausknecht eines anderen richtest? Es steht oder fällt dem eigenen Herrn. Wisst ihr, vielleicht kennt ihr diesen Satz. Gott hat mir gesagt, dass ich dir sagen soll. Kennt ihr diesen Satz? Wisst ihr, ich glaube, dass dieser Satz schon mehr Probleme auf dieser Erde verursacht hat, als du dir vorstellen kannst. Durch diesen Satz haben Christen auf dieser Erde schon viel zu viel Schaden verursacht. Ich möchte sagen, hör auf, die Stimme Gottes für andere Leute zu hören. Weil wir sind nicht dazu bestimmt, die Rolle von Gott hier auf dieser Erde zu übernehmen. Deswegen ist dieser fünfte Filter so wichtig. Deswegen ist so entscheidend zu fragen, ja, was geht mich denn das jetzt an? Ist es mein Verantwortungsbereich? Und dann kommen wir schon zum sechsten und zum letzten Filter. Und zwar ist es die Frage, spüre ich den Frieden Gottes? Wenn du bei einer Entscheidung eine Unordnung wahrnimmst, dann kann es sein, dass du vielleicht in dem Moment mehr deine eigenen Gefühle hörst als den Frieden Gottes. 1. Korinther 14, Vers 33 sagt, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Gott möchte, dass wir verstehen, was er von uns will. Er will uns einen Frieden in unserem Herzen geben. Er möchte keine Verdammnis bringen, sondern er möchte seine Gnade wirksam werden lassen. Er bedeutet, dass wir friedfertig sind. Friedfertig bedeutet, dass wir die Harmonie betonen anstelle von dem Konflikt. Es fokussiert immer Wiederherstellung anstelle von Trennung. Gott wird dir keine Idee geben, die nur Konflikte verursachen, sodass Menschen in Trennung leben und sich am Ende noch für die eine oder die andere Seite entscheiden müssen. Die Bibel sagt, gesegnet sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Gott segnet die, die Brücken bauen, nicht die, die Mauern aufziehen. Und ich glaube, dass es so wichtig ist in dieser Zeit, in der wir leben, dass wir Brückenbauern sind. Wisst ihr, was alles andere ist, als Frieden zu stiften? Ist zum Beispiel jede Form von negativem Geschwätz. Ihr Lieben, negatives Geschwätz, das kommt nicht von Gott, sondern es kommt von einer ganz anderen Quelle. Die Bibel sagt, dass der Teufel, dass er der Verklärer der Brüder ist. Wenn du anfängst, über andere Leute negativ zu reden, wenn du anfängst zu lästern, wenn du die ganze Zeit versuchst, etwas Negatives in dem anderen zu finden, dann sagt der Teufel, hey, vielen Dank für den Job, den du für mich übernimmst. Selig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Hey, spürst du den Frieden Gottes in einer Entscheidung, in einem Impuls? Gott bringt immer Gnade, keine Verdammnis. Die sechs Filter, vielleicht können wir sie uns nochmal zusammen anschauen in der Übersicht. Wenn du überprüfen möchtest, einen Impuls, den du hast, ob er wirklich von Gott kommt, dann stellst du die Frage, hey, gibt es eine Übereinstimmung mit der Bibel? Als zweites fragst du, macht es mich Jesus ähnlicher? Dann fragst du andere Leute, ob sie diesen Impuls bestätigen. Du fragst andere. Dann stellst du die Frage, entspricht es der Art und Weise, wie Gott mich formt? Betrifft es meinen Verantwortungsbereich? Und spüre ich den Frieden Gottes? Wenn so ein Impuls alle Tests durchläuft, dann kannst du sicher sein. Dann kannst du dir hundertprozentig sicher sein, dass Gott zu dir gesprochen hat. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du sagst, hey, ja früher mal, da habe ich die Stimme Gottes so klar gehört, aber wenn ich mich jetzt so reflektiere, da habe ich das Gefühl, dass alles irgendwie so verschwommen ist, dass irgendwie die Verbindung blockiert ist, dass irgendwie der Empfang nicht richtig funktioniert. Ich möchte dir sagen, wenn dich das betrifft heute Morgen, wenn du Gottes Stimme nicht mehr richtig hören kannst, dann ist das Problem, dass es Dinge gibt, die zwischen dir und Gott stehen. Dass es, die Bibel nennt es, Sünde gibt, die zwischen dir und Gott stehen.
Vielleicht ist es eine Gewohnheit, die du hinter dir lassen solltest. Vielleicht ist es eine Beziehung, die du beenden solltest. Vielleicht ist es ein Schmerz, an dem du schon so lange festhältst und du nicht bereit bist, diesen Schmerz loszulassen. Und dieser Schmerz ist zu einer Blockade geworden, was zwischen dir und Gott steht. Wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, ich will aber diese Stimme Gottes wieder richtig hören, dann ist der erste Schritt, dass du erkennst, dass es Dinge gibt, die zwischen dir und Gott stehen. Und dass du anfängst, zu Gott zu kommen, um ihm zu bekennen, dass es dir leid tut, was da zwischen dir und Gott gekommen ist. Und der nächste Schritt ist, dass du dich von den Dingen abwendest. Dass du dich entscheidest, diesen Gedanken, den lasse ich hinter mir. Diesen Schmerz, ich lasse ihn hinter mir. Diese Beziehung, ich lasse sie hinter mir. Und ich wende mich dem zu, was Jesus für mich hat. Und ich lade Jesus ein, ganz neu zu mir zu sprechen. Diese Blockade zu überwinden und in aller Klarheit seine Stimme zu hören. Vielleicht bist du auch hier heute Morgen und du sagst, hey, ich habe die Stimme Gottes noch nie richtig gehört. Ich habe sie noch nie gehört. Wenn du die Stimme Gottes in deinem Leben noch nie gehört hast, dann gibt es eine Sache, die du tun musst. Du musst Jesus kennenlernen. Du musst in der Beziehung mit ihm leben. Wenn du Jesus noch nie gehört hast, dann musst du Jesus einladen, mit dir zusammen unterwegs zu sein. Hey, du kannst dein ganzes Leben in der Kirche verbracht haben, aber nicht in der Beziehung mit Jesus leben. Du kannst schon Jahre hier im Gospelforum sitzen. Du kannst alles über Gott wissen, aber du kannst ihn nicht kennen. Nur allein, dass du weißt, dass es ihn gibt. Das bedeutet nicht auch, dass du automatisch in einer Beziehung mit ihm lebst. Vielleicht bist du schon jahrelang hier und hast keine wirkliche Beziehung zu ihm. Ich möchte dich heute Morgen einladen, deinen Empfang scharf zu stellen. Die Stimme Gottes in deinem Leben in einer Art und Weise zu hören, wie du sie vielleicht noch nie davor gehört hast. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du hier bist mit deiner Kraft heute an diesem Morgen. Ich danke dir, dass deine Salbung, dass sie hier ist, die jedes Joch zerbricht. Und Herr, ich nehme heute Morgen Autorität über alle Dinge, die hier in diesem Raum sind, wo Menschen trennt zwischen dir und ihnen. Wo Menschen trennt in ihrer Gedankenwelt, wo Menschen trennt in ihrem Handeln, wo Menschen trennt in Beziehungen oder irgendwelche Bünde, die sie eingegangen sind, wo Menschen Lügen mehr glauben als der Wahrheit, die dein Wort sagt. Und Herr Jesus, ich möchte heute Morgen Autorität nehmen, ich möchte heute Morgen Vollmacht nehmen, weil dein Wort sagt, die Salbung, sie bricht jedes Joch, sie bricht jedes Joch. Und Herr, ich bete, dass heute Morgen alles zerbricht, was Menschen trennt zwischen ihnen und dir, was Menschen vielleicht sogar über Jahre blockiert hat, in dieser Intimität mit dir unterwegs zu sein, deine Stimme zu hören. Und Herr, ich danke dir heute Morgen für einen offenen Himmel. Ich danke dir heute Morgen für einen freien Weg, den du gebahnt hast, hinein in das Zentrum von deinem Wille. Ich danke dir, Herr, dass du hier bist, um die Ohren zu öffnen. Und Herr, ich rufe das aus, genauso wie Jesus, du es gesagt hast, Ephata, Ohren, öffnet euch, die Stimme Gottes zu hören. Die Stimme Gottes zu hören. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du sagst, hey, ich brauche diesen Jesus. Ich möchte in dieser Gemeinschaft mit ihm unterwegs sein. Vielleicht bist du hier und sagst, hey, ich will aufhören mit diesem Rumgespiele, mit diesem Rumgezocke in meinem Leben. Wenn du heute hier bist und dieses Leben mit Jesus möchtest, was du vielleicht noch nie gekannt hast, wenn du Vergebung erleben willst, vielleicht was du noch nie in deinem Leben erlebt hast, dann möchte ich dich gleich einladen, da wo du sitzt, ein Zeichen zu setzen, damit ich für dich persönlich beten kann. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du bist weggelaufen vor Gott.
Du bist weggerannt vor ihm, von der Beziehung mit ihm. Ja, Jesus ruft dich heute Morgen in die Gemeinschaft mit ihm, seine Stimme zu hören und ihm nachzufolgen. Hey, vielleicht bist du hier und du bist irgendwie distanziert dem gegenüber. Hey, Jesus ruft dich, seine Stimme wahrzunehmen. Hey, das Einzige, was du tun kannst, ist dein Herz aufzumachen und Jesus in dein Leben zu kommen. Das Alte hinter dich zu lassen und Jesus einzuladen, in dein Leben zu kommen. Und wenn dich das heute Morgen betrifft, ich möchte einfach runterzählen von 3 auf 2 auf 1. Wenn dich das betrifft, heb einfach deine Hand hoch, dass ich für dich beten kann. Einfach als ein Zeichen. Streck ihm einfach deine Hand entgegen und sag, hier bin ich. Ich brauche dich, Jesus. Ich will in dieser Gemeinschaft mit dir leben. Ich zähle runter. 3, 2, 1. Und die Hände gehen hoch, überall im Raum. Die Hände gehen hoch. Danke, danke, danke. So viele Hände. So viele Hände. Und ihr Lieben, Jesus ist heute hier, damit das Alte vergeht und dass etwas Neues geschieht. Halleluja. Seine Kraft ist hier. Seine Vergebung ist hier. Sein Heiliger Geist ist hier. Halleluja. Vielleicht lasst uns zusammen so ein Gebet der Weihe und ein Gebet der Hingabe sprechen. Ich bete dieses Gebet vor und wir beten einfach dieses Gebet nach. Sag, Herr Jesus Christus, komm, sag es richtig, sag, Herr Jesus Christus, vergib mir meine Schuld und Sünde. Vergib mir alles, was ich falsch gemacht habe in meinem Leben. Es tut mir so leid. Ich möchte in der Gemeinschaft mit dir leben. Wasch mich weiß wie Schnee. Mach mein Leben neu. Ich will deine Stimme hören. Ich entscheide mich heute, dir nachzufolgen. Jesus, ich gehöre dir. Halleluja. Halleluja. Und sein Heiliger Geist ist hier. Seine Kraft ist hier. Vielleicht lasst uns zusammen aufstehen. Und ich würde gerne unseren Hauptpastor einladen, noch den Moment zu nehmen, um ein Gebet der Salbung und Kraft, der Bestimmung, die uns freisetzt, des Reden Gottes zu hören in dieser Zeit.